2. Startreihen für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Ein Red Bull, Hamilton und Nico Rosberg. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei, also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten.
mindestens 20 Minuten leichten Regen haben, vielleicht länger. Leichter Regen dauert an. Alles in Ordnung? Sag...
dass wir beim nächsten Rennen besser sind. Das war nicht gerade unser bester Tag. Großartige Leistung von Red Bull. Was für ein überzeugender Sieg. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Heute war er einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Vor der Safety-Car-Phase haben wir ein komplett anderes Rennen gesehen. Aber er konnte es wirklich ausnutzen, dass sich das ganze Feld zusammengeschoben hat. Ich sehe, dass die Fahrer bereits unterwegs in Richtung Podium sind. Und Red Bull tut so viel für die Formel 1, da müssen sie einfach vorn mitfahren. Deshalb freue ich mich. Eine weitere Trophäe tritt die Reise nach Milton Keynes an. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Daniel Ricciardo übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Weltmeisterschaft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages ist. Heute entscheide ich mich für Carlos Sainz. Das war vielleicht eines der besten Rennen in dieser Saison. Wirklich sehr beeindruckend. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Red Bull hat die Führung in der Rangliste übernommen. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal.